So, da sind wir jetzt auch. Hier ist unser eigenes Kautionsbüro. Bottom Dollar Bail Enforcement. Da ist es. So. Und da gehen wir jetzt mal rein. Und schauen mal, was uns hier erwartet. Hier erwartet uns erstmal nichts. Vielleicht hier. Ja. Wahrscheinlich ist das erstmal eine Cutscene. Weil die Maudi, die wollte sich ja auch noch mit uns treffen. Das heißt, die wird jetzt vermutlich da, ja. How are you doing, honey? You the new owner? I'm Maud. I know you can't tell, but I'm thrilled to meet you. Takes a savvy investor to jump on an opportunity like this one. The price reflects our top tier personnel. Just give me a second here. Alter, was haben die da für einen Ball? Ein Gymnastikball oder was das ist? Zum Draufsitzen. One should never judge a bounty hunter by their cover, no matter how weird or scrappy or downright psychotic. Now I gotta wrap up here, but my daughter Jeanette should be around here somewhere. Jeanette! Get out here and meet the new owner! She's very excited to start running an office all by herself. She'll take care of all the sourcing and paperwork for you since I won't be around. Think of her as your very large, very loud shadow. Hey there, hi. Jeanette Eccles, junior assistant bounty hunter at your service and chomping at the bit. Mama says I'm supposed to help you with whatever you need so I can learn about how, you know, all this works. And, well, who better to learn from than somebody with a resume like yours? I reckon you got more bounties on your head than anybody in L.S. Ja, wer mag es nicht, gefühlt zwei Minuten die Hände geschüttelt zu bekommen. Gonna take it home with me too, so I can keep it up while I watch Underbelly of Paradise. Proud of you. Take him back there, honey, and make him feel at home. There's a sale over at Dawn's Country, so Mama's gonna head out in a few, then you'll be on your own. Welcome to your new bottom dollar bail enforcement office. Jeanette will take good care of you. Okay, so, all this back here is yours, baby. Okay, first things first. This is a bounty hunting gig. No, bail enforcement, because, you know, if you kill him, it's a whole thing, right? I mean, we got procedures for stuff like that, because Mama's new boyfriend works down at the morgue, but you definitely want to try to bring him back alive, because then I got to deal with all the blood and dead body parts in the van, and I'm sure you don't mind, but it's kind of a hygiene issue. Was ist das für eine Pflanze? Get you a new one of those. Da war auch mal mehr. Da war bestimmt auch schon mal mehr Leben drin. I thought so. All right, let me show you how we do all this. Okay. Ja, das ist wieder eine sehr, sehr lange Cutscene. Jeanette, make me proud. I'll see you at home, Ma. Bacon, mac and cheese later, right? I'm on it. Don't forget your ball. No, honey. She deserves a nice retirement. I'm just glad she's finally letting me handle this stuff on my own. So anyway, I'm a real visual learner myself. I need pictures and whatnot to really get stuff, you know? And as your official assistant, I will always have a little slideshow uploaded right there on your computer of all your targets. All you gotta do is choose your target. Oh, and Alter, was ist das? After that, you just go get them and bring them back here and take them to that holding cell up front. That's it. Easy. Now, let's seal the deal. Come on. We're a team, okay? Ja. I'll take this. And if you need anything else, I got it. So, Cutscene endlich mal wieder zu Ende. Du bekommst $2000 für Anhaltguten. Ja, sehr gut. So, und das hier ist jetzt unser Büro. Mal schauen, was es hier alles gibt. Okay, Privatraumerweiterung, die hatte ich. Ja, die hatte ich nicht genommen. Oh, was liegt denn hier auf dem Tisch? Ah ja. Okay. Bottom Dollar Bail Enforcement. Ja, hier war jetzt aber auch nicht sehr ordentlich. Gut, dann gibt es hier wohl nicht mehr viel zu sehen, oder? Vielleicht da hinten noch. Ja, hier ist so eine Gefängniszelle. Da kommen wir aber nicht rein.
So, hier gibt's bestimmt auch noch ein bisschen was zu sehen. Da geht's runter. Ah ja, da ist er. Unser gepanzerter. Wie heißt er nochmal? Kann man da einsteigen? Hier? Ja. Unser gepanzerter Burrito. Kopfgeldjagd. Einsatzfahrzeug. Um deinen Transporter zu modifizieren. Okay. Ja, das ist jetzt eher so ein bisschen Nebensache. Dieses Modifizieren. Panzerplatten. Sind ja schon dran, brauchen wir auch nichts mehr wegmachen. Also das hier ist unsere Garage. Dann gucken wir nochmal, was es da oben noch gibt. Da ging es nämlich, glaube ich, auch nochmal weiter. Hier. Ah ne, okay, hier verlässt man das Büro wieder. Dann schauen wir jetzt mal nach unserem ersten Auftrag. Also ich muss mich erst als Boss registrieren. Du bist jetzt der VIP von Organisation. So. Kautionsnetzwerk. All right. So, you got four fugitives in front of you and what they're worth. The real nasty ones are worth more money, but the little shits are fewer and further between. Yeah, okay. We gotta hand them over alive for the full payout, but mistakes happen, you know? At least Murph, Ma's boyfriend at the morgue, can handle the messier ones. We'll still get paid, but it'll be a cut to the money, so best keep them wriggling. I'll update this database regularly with what I know, so just log on in and see who we got out there. Ja, also klar könnte man jetzt auch mit diesem etwas teureren Fall oder besser bezahlteren Fall hier beginnen, aber ich glaube, die Kollegin hier ist ein bisschen schwieriger. Für den Anfang hätte ich jetzt echt mal gesagt, wir machen da einfach mal vorne die erste Person. Kreditkartenbetrug, Versicherungs... Ja. Names to buy luxury decor, ruin their lives. But I will admit the pictures are Alter, ich kann sich mal überspringen. Bitte warte, bis Jeanette die Zielperson beschrieben hat. So, bist du jetzt fertig? Ja, gut. Dann geht's jetzt mal los. Jeanette. India Wood, she's an infamous Nepo baby who wasn't getting enough net, so she killed her mama. Inherited the mansion as well as her fortune for now. My bet is she'll be holed up there. Gut, begib dich nach. Naja, super. Wer hat denn sich da so toll hingestellt? Bildanhang. Ja, gut. Die kennen wir jetzt schon vom Aussehen her. Ja, dann fahren wir jetzt mal nach Richman und schauen, was uns dann dort erwartet. So, jetzt bin ich auch mal sehr gespannt, wie das gleich ablaufen wird. Ob man die einfach so aufschnappt und dann mitnimmt oder ob man da noch irgendwie, sagen wir mal, andere Vorkehrungen treffen muss, damit die mitgeht. Zerstöre das Eigentum der Zielperson. Okay, also wir sollen das Eigentum von der Person komplett zerstören. Erstmal schauen, was wir hier so haben an eventuellen Problemen in Form von Security oder so. Ja, da ist schon mal... Da steht schon mal eine Person. Wir fahren einfach mal mit dem Auto da rein und schauen mal, was passiert. Ganz sneaky-meaky. Also nicht sneaky-meaky. Ja, wohl andererseits... Da hinten ist auch nochmal irgendwas. Okay, zerstöre das Eigentum. Sehr schön. Ich soll jetzt hier diese Liegen zerstören, diese Luftmatratze und diesen Wasserball. Ja, die Zerstörung von diesem Wasserball wird sie auf jeden Fall zum Nachdenken bringen. Das denke ich mal schon. So, was haben wir denn hier? Toll. Das wird so nicht funktionieren. Dann müssen wir wohl zu härteren Mitteln greifen. Aber das hier... Sollte doch mal gehen. Was gibt's hier noch alles? Alter, das ist so viel. Am besten so ein bisschen mitten rein. So viel wie die ganze Munition hier kostet, so viel kriege ich dann nicht mehr für den Auftrag. Was haben wir denn jetzt hier noch? Hier ist doch alles mittlerweile zerstört. Ah ja, okay, jetzt
Nächster Punkt, schalte die Wachen der Zielperson aus. Einen Aufsitzrasenmäher. Die finde ich sehr nice. Also so in echt jetzt. Alter, was stehen hier für geile Autos rum? Ajo, okay. Unterbricht die Stromzufuhr. Wieso können die mich nicht einfach mal hier in Ruhe lassen? Hier hinten? Ah, hier. Suche in der Nähe des Hauses nach einem Bolzenschneider, mit dem die Stromzufuhr unterbrochen werden kann. Ich habe doch vorhin irgendwie sowas gesehen. So Bolzenschneider-mäßiges. Irgendwo hier war das. Ah, hier, genau. In echt nicht zur Nachahmung empfohlen, mit dem Bolzenschneider die Stromzufuhr zu trennen. Also ganz und gar nicht. Ich glaube nicht, dass das nur so einen minimalen Knall geben würde. Das würde schon gut knallen. Jetzt geht's ans Eigentliche. Jetzt müssen wir die... Wo ist die jetzt? Ah, okay. Ja. Hier ist ja kein Problem. Die leistet ja nicht mal Gegenwehr. Da kann man sie ja direkt verhaften. Und Abfahrt. Und wieder den ganzen Weg zurück. Ja, super. Könnt ihr mich nicht einfach mal in Ruhe meine Arbeit hier machen lassen? So. Ach ja, so, da vorne sind wir schon. Da ist das Ziel. Steig in den Transporter. Achso, ich muss ja da reinfahren. Du hast die Zielperson abgeliefert. Ja, dann viel Spaß da drin. Da sitzt sie. India Wood wurde verhaftet. Kopfgeldjagd abgeschlossen. Habe ich jetzt auch die Kohle bekommen? Oder deine Bezahlung für das Verhaften der Zielperson wird dir in Kürze nach ihrer Fertigung bei Jeanette überwiesen. Ja, super. Können Sie nicht fertig lesen.